Heute probiere ich das Brewers Juice von der Auche Brewing Company. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Ich bin in der Vakanzie in den Niederlanden. Und ich habe, mal auf Deutsch, ne? Also ich kann nicht so gut niederländisch. Ich bin Urlaub in den Niederlanden, Nordholland, Julianadorp, und hier gibt es viele interessante Biere. Und eins davon ist, oder eine Brauerei, ist die Auche, also Eulenbrauerei aus Haarlem. Die haben immer sehr, sehr witzige und schöne Dosen und Flaschen. Da sind sowas wie Comics drauf teilweise. Das ist immer ziemlich witzig. Die Comics sind zum Glück auf Englisch, sodass man sie auch halbwegs versteht. Ich verstehe es also ein bisschen niederländisch und spreche auch ein bisschen niederländisch, aber nur so ganz klein bisschen. Also ganz klein bisschen deswegen. Also es ist die Auche Brewing Company. Ich sitze hier im Gras, im Garten des Ferienhauses, was wir hier gemietet haben. Und entsprechend ist es ein bisschen improvisiert hier alles. Was kann ich dazu sagen? Es ist ein NIPA, ein New England IPA mit 6,8 Volumenprozent Alkohol. Und ja, wie gesagt, Auche kommt aus Haarlem. Und ich finde diese Brauerei recht interessant. Ich habe so ein, zwei Döschen davon und muss sagen, die machen schöne Sachen. Ich denke mal, ich werde die Sachen, die ich probiert habe, schon mir auch nochmal genehmigen für den Kanal. Entweder jetzt hier im Urlaub noch oder lieber mit nach Hause nehmen und zu Hause in Ruhe verkosten. Hier ist es ein bisschen komplizierter. Ja, hier ist ein sehr schwimmrig machender Vogel drauf. Die haben immer ihre Vögelchen drauf, ihre Eulen halt, ne? Oder andere Vögel. Und entsprechend, ja. Store Cold, Drink Fresh. Kann ich rausfinden, was hier drin ist. Amarillo, Talus, Idaho 7 und Sabro sind die Hopfen hier drin. Und plus a Poltergeist Personality. Also ein Poltergeist ist auch drin. Mal gucken. Es ist hell, es ist Sonne. Ob sie was anhaben kann, ich weiß nicht. It's Showtime. Ja. Ich kann nicht sehr viel dazu sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es schmeckt, weil die bisherigen Auche-Sachen waren sehr, sehr schön. Deswegen gucken wir mal, was das hier kann. Gläser haben wir hier im Ferienhaus jetzt keine wirklichen Biergläser. Also, nein, zwar haben wir so einen Humpen. Den wollte ich nicht, dann finde ich das doch noch ein bisschen interessanter. Ja. Trüb. Trüb, es trüb can be. Guck mal. Wirklich trüb. Ach, schöne Hopfensüße direkt. Der Schaum ist leicht gelblich auch, so ähnlich wie das Bier darunter. Mittelporig. Knistert schön. Das Knirschen, was ihr hört, ist ein Maulwurfschreck. Die stecken hier irgendwo in allen Ecken drin. Hier ist eine große Wiese, 10x10 Meter locker, wenn nicht sogar mehr. Wären hier alles voller Maulwurfsvögel, kommt man hier nicht vernünftig drüber laufen. So ist ganz nett. Ferienwohnung gehört einem Cousin meiner Frau. Ich habe eine Grasigkeit, und die kommt nicht vom Rasen, auf dem ich sitze, sondern tatsächlich hier aus dem Bierglas. Schöne Grasigkeit. Fast so ein bisschen wie Gras. Nicht, dass ich es jemals konsumiert hätte, aber gerochen hat man es ja schon mal irgendwo auf einem Festival oder sowas. Und da kommt eine leichte Zitrusnote. Aber dominierend ist wirklich so diese Grasigkeit. Ich finde die trübe, wirklich, wirklich trübe Suppe, wirklich juicy. Irgendein Cabroma hier. Draußen habe ich noch keine Tastings gemacht. Gar nicht wahr, stimmt nicht. Ich habe mit dem Whiskey Waiter schon mal draußen ein Charity Ukraine Bier Tasting gemacht. Ja, viel mehr habe ich jetzt nicht, aber kann auch daran liegen, dass ich draußen sitze. Ich denke mal, draußen sind die Aromen doch auch etwas schneller weg, beziehungsweise gibt andere Aromen, die man hier so riecht. Ich würde sagen, probier mal. Prost.
wirklich sehr, sehr juicy. Wirklich ein schöner, schöne Fruchtigkeit, wie wirklich ein Saft. Auch das Mundgefühl, wie es halt sein soll bei einem Juicy Naipa. Deswegen heißt es nur Juicy. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also Auche ist wirklich eine tolle Brauerei hier in Irlanden. Da werde ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal was von getrunken haben. Die 6,8 Volumenprozent merkt man nicht. Da habe ich schon andere Biere in dem der Stärke probiert, die tatsächlich ein bisschen stärker wirkten auch. Das kommt gut. Gefällt mir. Gewisse Süße hat es. Es ist nicht so anstrengend hoppy, wie manchmal so Naipas sein können. Die Hopfennote ist wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr mild, aber trotzdem gut spürbar. Auch auf der Zunge so ein bisschen diese grasigen Noten. Wirklich nett. Gefällt mir. Hier ist so ein Link von Spotify drauf, von der Auche Brewing Company. Gucken, was das bringt. Will ich mir mal scannen und gucken, was da für Musik kommt. Ja, kennt ihr Auche? Habt ihr schon was von gehabt? Im Urlaub vielleicht oder tatsächlich auch in Deutschland irgendwo bekommen? Wenn, gerne schreiben, wo ihr das bekommt. Ja, Dose wieder wegen der Hopfigkeit, die darunter besser geschützt ist. Ja, lasst mir gerne ein Abo da, Kommentare und dann mache ich ein bisschen weiter Urlaub und das wird abgemischt nach dem Urlaub. Also wenn ihr es seht, bin ich wieder bei der Arbeit. Ist halt so. Macht's gut, bis bald und Prost.